Nein, jetzt halte ich es bald nicht länger aus. Ist es heute Abend mal wieder sehr schlimm, Vater? Mir scheint, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Du solltest wirklich nach Hause gehen, Onkel. Versuche doch ein wenig zu schlafen. Vielleicht zu Bett gehen. Du willst wohl, dass ich ersticke. Dann mach doch einen kleinen Spaziergang. Ja, tu das. Ich begleite dich. Nein, ich bleibe hier. Bis er kommt, heute Abend rede ich mit ihm, dem Herrn Prinzipal. Ach nein, Onkel, warte doch damit. Ja, Vater, wart lieber noch. Warten soll ich. Dazu habe ich wohl kaum noch Zeit. Still. Ich höre ihn draußen. Jetzt rede ich mit ihm. Sind Sie gefragt? Nein. Was fragen Sie denn da ein, Freund Vosslieb? Ach, das ist nur... Lassen Sie doch mal sehen. Karina? Ja? Warum nehmen Sie eigentlich jedes Mal den Schirm ab, wenn ich komme? Weil ich damit so hässlich aussehe. Und das möchten Sie wohl nicht? Nein, nicht in Ihren Augen. Arme kleine Kaja. Nicht, man kann sie nebenan sehen. War jemand da und hat nach mir gefragt? Ja, das junge Ehepaar, das sich draußen bei Löwstrand die Villa bauen will. Ach die, ja, die müssen warten. Ich bin mir selbst noch nicht klar über den Grundriss. Ja, es war den Leuten aber sehr daran gelegen, die Zeichnungen recht bald zu sehen. Ja, mein Gott, das ist doch immer so. Sie möchten eben gern bald in ein eigenes Haus ziehen. Aber ja, doch, das kennt man ja. Und vor lauter Ungeduld nehmen Sie es, wie es gerade kommt. Und was haben Sie dann? Vielleicht eine Bleibe, aber kein Zuhause. Nein, besten Dank. Sollen sich doch lieber an irgendeinen anderen wenden. An einen anderen? Wären Sie denn bereit, den Auftrag abzugeben? Ja, ja, ja. Zum Teufel. Ich kenne die Leute ja kaum. Oh, die Leute sind sehr ordentlich. Ragnar kennt sie ja, verkehrt in der Familie. Durchaus solide Leute. Doch, solide, darüber rede ich doch überhaupt nicht. Jakob, nochmal verstehen Sie mich denn auch nicht mehr. Ich mag mit diesen fremden Leuten nichts zu schaffen haben. Sollen Sie von mir aus wenden, an wen Sie wollen. Vater. Dürfte ich Sie einen Augenblick sprechen? Bitte sehr. Geh so lange nach nebenan, Kaja. Tu, was ich dir sage, mein Kind. Und mach die Tür zu. Ich möchte nicht, dass die armen Kinder erfahren, wie schlimm es um mich steht. Sie sehen wirklich schlecht aus in letzter Zeit. Mit mir ist es bald vorbei. Meine Kräfte schwinden von einem Tag zum anderen. Nehmen Sie Platz. Danke, wenn ich darf. Ja, bitte. Also, was gibt es? Ja, da ist ja nun die Sache mit Ragnar. Was soll aus dem Jungen werden? Wieso? Der bleibt selbstverständlich bei mir, solange er nur will. Aber das ist ja gerade, was er nicht mehr will. Nicht mehr kann, wie er meint. Nun, ich finde, er steht sich doch recht gut. Sollte er bei mir verlangen, so wäre ich nicht abgeneigt. Nein, 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 darum handelt es sich gar nicht. Aber er muss doch endlich Gelegenheit bekommen, auch einmal selbstständig zu arbeiten. Meinen Sie denn, dass Ragnar das Zeug dazu hat? Sehen Sie, das ist ja eben das Schlimme, dass ich angefangen habe, an dem Jungen zu zweifeln, denn Sie haben nie ein einziges ermutigendes Wort über ihn verloren. Ja, er hat doch nichts gelernt. Nichts Gründliches jedenfalls, bis auf das Zeichnen. Mit Ihren Fachkenntnissen war es auch nicht weit her, damals, als Sie bei mir angestellt waren. Aber das hat Sie nicht daran gehindert, dreist anzufangen. Und Sie schafften es, nahmen mir den Wind aus den Segeln. Mir und vielen anderen auch. Ja, sehen Sie, das ergab sich nun einmal so. Da haben Sie recht. Alles ergab sich in der Tat außerordentlich günstig für Sie. Aber deshalb können Sie doch nicht so grausam sein, mich in die Grube fahren zu lassen, ohne dass ich weiß, ob der Junge was taugt. Und dann hätte ich auch gern, dass die beiden heiraten, solange ich noch da bin. Wie ziehe ich es denn zu? Na, Kaya eigentlich weniger, aber Ragnar redet jeden Tag davon.
Sie müssen ihm jetzt endlich zu irgendeiner selbstständigen Arbeit verhelfen. Hören Sie, ich muss etwas sehen, was der Junge gemacht hat. Zum Teufel, ich kann schließlich keine Aufträge für ihn vom Mond herunterholen. Oh, er könnte gerade jetzt einen schönen Auftrag bekommen. Eine größere Arbeit. So, könnte. Ja, wenn Sie bereit wären, Ihre Zustimmung zu geben. Und was ist das für eine Arbeit? Er könnte die Villa draußen bei Löwstrand bauen. Die soll ich doch selber bauen. Aber Sie haben doch keine Lust dazu. Was, ich hätte keine Lust? Wer sagt das? Das haben Sie selbst gesagt. Gesagt? Ach so. Diesen Auftrag könnte Ragnar also bekommen. Ja, er kennt doch die Familie. Und da hat er nur so aus Spaß einen Entwurf gemacht mit Kostenvoranschlag und allem, was dazu gehört. Und dieser Entwurf, der gefällt den Leuten? Ja, und wenn Sie ihn nur einmal ansehen und vielleicht gut finden würden. So wären die Leute bereit, Ragnar den Auftrag zu erteilen. Ja, Sie meinten, es sei etwas ganz Neues. Aha! Etwas Neues, nicht irgend so ein altmodischer Kram wie das, was ich zu bauen pflege. Nein, 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 Sie fanden nur, es sei anders. Sind die Leute also hierher gekommen, um mit Ragnar zu reden, meine Abwesenheit? Nein, sie wollten mit Ihnen sprechen und wollten fragen, ob Sie unter Umständen bereit wären, zurückzutreten. Ich zurücktreten? Falls Sie der Meinung sein sollten, dass Ragnars Zeichnung... Ich sollte Ihrem Sohn das Feld räumen. Nein, die Leute wollten doch nur fragen, ob Sie bereit wären, von der Vereinbarung zurückzutreten. Das ist im Endeffekt ein und dasselbe. Ach, sieh mal an. Herbert Zäune soll also allmählich abdanken mit seinen Projekten, Platz machen für die jünger sind. Mein Gott, hier ist doch wohl Platz genug für mehr als einen. Ja, so überaus reichlich ist es mit dem Platz hier nun auch wieder nicht. Aber das mag sein, wie es will. Jedenfalls, ich trete nicht zurück, freiwillig nicht. Kommt gar nicht in Frage. Soll ich also aus dem Leben gehen ohne jede Gewissheit über Ragnar? Ohne auch nur eine einzige selbstständige Arbeit von ihm gesehen zu haben? Fragen Sie mich nicht. Sie müssen aus dem Leben gehen, so gut Sie es können. Ja, ja. Das muss ich dann wohl. Verstehen Sie doch, ich kann nicht anders. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Ich kann mich schließlich nicht umkrempeln. Nein, nein, das können Sie wohl nicht. Bitte. Danke. Ragnar, kommen Sie an. Ich muss Ihren Vater nach Hause begleiten. Was ist, Vater? Gib mir deinen Arm. Gib mir. Ja, Vater. Vater, es tut keinen. Ja. Komm, Vater. Und du mach dich auch fertig, Kaya. Nein, Frau Voss, du musst da bleiben. Nur einen kleinen Augenblick. Ich habe noch einen Brief zu schreiben. Guten Abend. Schlafen Sie heute Nacht gut, wenn Sie können. Guten Abend. Sie sagten, da sei noch ein Brief? Was? Natürlich nicht. Keiner. Ja? Ja. Ja, was ist denn? Sie wollen heiraten. Ragnar und ich sind nun fast 5 Jahre verlobt. Da meinen Sie, es sei an der Zeit. Ragnar meint es. Und der Onkel auch. Und da muss ich mich doch schließlich fügen. Sagen Sie, Kaya, haben Sie Ragnar gern? Ich hatte Ragnar sogar sehr gern, bevor ich zu Ihnen kam. Jetzt nicht mehr. Sie wissen doch, dass es jetzt nur noch einen Mann für mich gibt. Das sagen Sie so, und trotzdem gehen Sie fort von mir, lassen mich hier mit allem allein sitzen. Könnte ich denn nicht bei Ihnen bleiben, auch wenn Ragnar geht? Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Wenn Ragnar geht, ein eigenes Büro aufmacht, dann braucht er sich ja selbst. Aber ich kann mich doch nicht von Ihnen trennen. Das ist doch nicht möglich. Na, dann sehen Sie zu, dass Sie Ragnar seine dummen Gedanken ausreden. Heiraten Sie ihn in Gottes Namen, wenn Sie wollen. Nein. Natürlich. Bringen Sie Ragnar dazu, dass er seine gute Stellung hier bei mir behält. Denn sehen Sie, dann kann ich Sie doch auch da behalten, meine liebe Kaya. Das wäre zu schön, wenn es sich so machen ließe. Ich kann nicht ohne Sie sein. Nicht einen Tag muss sie immer hier in meiner Nähe. Oh Gott, oh mein Gott. Kaya, Kaya.
Wie gut Sie zu mir sind. Lassen Sie das. Mir scheint, da kommt jemand. Halvar? Ach, du bist es, meine Liebe. Ja, ich störe sicher. Natürlich auch nicht. Freund Fossli hat noch einen kurzen Brief zu schreiben. Ja, das sehe ich. Nun, und was wolltest du denn von mir? Ja, Halvar, ich wollte nur sagen, dass Dr. Herdal drüben im Erkerzimmer sitzt. Möchtest du vielleicht auch hinüberkommen? Will der Doktor mich denn unbedingt sprechen? Nein, nein, das eigentlich nicht ist. Er ist nur gekommen, um mich zu besuchen. Aber dabei wollte er natürlich auch sehr gerne dir guten Tag sagen. Ja. Nun, dann musst du ihn bitten, sich ein wenig zu gedulden. Ja, und du kommst dann nachher herüber? Vielleicht später, meine Liebe, später. Ja, vergiss es nur nicht, Halvar. Nein, nein. Ihre Frau denkt bestimmt schlecht von mir. Aber nein. Jedenfalls nicht mehr als sonst. Aber es ist wohl doch besser, wenn Sie jetzt gehen, Kaila. Und diese andere Sache da, die bringen Sie für mich in Ordnung. Verstanden? Und zwar bis morgen. Wenn es sein muss, so bin ich gern bereit, mit ihm zu brechen. Was wollen Sie mit ihm brechen? Sind Sie ihm wahnsinnig geworden? Wenn es sein muss. Lieber das, als mich von Ihnen zu trennen. Das kann ich einfach nicht. Ja, zum Teufel, was wird denn damit Ranga? Den brauche ich doch. Sie wollen vor allem Ragnar. Nein, natürlich nicht. Sie verstehen aber auch gar nichts. Ich will natürlich Sie da behalten, vor allem Sie, Kaya. Aber eben darum müssen Sie Ragnar dazu bewegen, dass auch er bei mir bleibt. Sehen Sie, so ist das. Ja. Ja, dann gehe ich jetzt. Also. Ach, hören Sie mal, liegt Ragnars Entwurf neben an? Ich habe nicht gesehen, dass er ihn mitgenommen hat. Dann holen Sie mir her, ich könnte vielleicht doch mal einen Blick auf die Zeichnung werfen. Ach ja, wenn Sie das tun wollten. Ihnen zuliebe, meine gute Kaya. Also her damit, schnell. Hier sind die Zeichnungen. Gut, legen Sie die Mappe auf den Tisch. Und gehen Sie jetzt nach Hause. So gehen Sie schon. Ja, Halvar, ich kann den Doktor leider nicht mehr länger festhalten. Ja, ich komme. Guten Tag, Doktor. Guten Tag, lieber Herr Solles. Schon fertig mit dem Brief, Fräulein Fossli? Mit dem Brief? Es war nur ein ganz kurzer Brief. Ja, muss wirklich sehr kurz gewesen sein. Sie können jetzt gehen, Frau Fossel. Und seien Sie morgen früh rechtzeitig wieder da. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend, Fräulein Fossli. Dieses Fräulein Fossli, das ist sicher eine sehr große Hilfe für dich, Halvar. Doch, doch. Sie ist recht anständig. Ja, es macht den Eindruck. Versteht sie eigentlich auch was von der Buchführung? Ja. Immerhin hat sie in diesen 2 Jahren hier bei mir allerhand gelernt. Und jedenfalls ist sie immer freundlich. Ja. Doktor, Sie kommen dann nachher wieder zu uns, nehmen den Tee bei uns. Gern. Sobald ich meinen Krankenbesuch erledigt habe, erscheine ich. Ja. Es freut mich sehr. Bis gleich. Bis gleich. Haben Sie es eilig, Doktor? Nein, durchaus nicht. Darf ich mich dann ein wenig mit Ihnen unterhalten? Das wird mir ein ganz besonderes Vergnügen sein. Setzen wir uns fort. Sagen Sie. Ist Ihnen an Aline irgendetwas aufgefallen? Sie meinen jetzt eben? Ja. Ja, meine Güte, war ja wohl kaum zu übersehen, dass Ihre Frau, dass Ihre Frau diesem Fräulein Fossli nicht gerade grün ist. Sonst nichts. Na, das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Wie bitte? Na ja, dass Ihre Frau nicht gerade begeistert davon ist, dass Sie sie den ganzen Tag um sich haben. Das ist nun einmal nicht zu ändern. Könnten Sie denn nicht eine männliche Bürokraft engagieren? Vielen Dank. Damit ist mir nicht gedient. Aber wenn nun Ihre Frau bei ihrer angegriffenen Gesundheit, wenn sie es nun einfach nicht erträgt, das alles mit ansehen zu müssen. Kann ich ihr leider auch nicht helfen? Ich brauche die Fossil. Muss sie unbedingt arbeiten. Unbedingt? Ja. Hören Sie, lieber Solles, darf ich Sie etwas fragen in aller Vertraulichkeit? Bitte. Sehen Sie, die Frauen, die haben für gewisse Dinge einen verdammt guten Riecher. Gibt es denn für diese instinktive Abneigung gegen Fräulein Fossli nicht doch irgend so einen ganz kleinen Anlass? Ach nein, ich bin nicht böse. Aber ist es nicht so?
Nein. Sie hat also nicht den geringsten Grund? Von meiner Seite aus nicht. Ah. Und von der anderen Seite? Dr. Herdal, jetzt sollen Sie eine sonderbare Geschichte hören. Das heißt, wenn Sie mögen. Ja, sonderbare Geschichten höre ich immer gern. Also gut. Sie erinnern sich gewiss, dass ich seinerzeit Knut Brovik und seinen Sohn hier meine Dienste nahm, als es damals mit dem alten beruflich zurückgegangen war. Ja, das ist mir einigermaßen bekannt. Denn im Grunde sind es ein paar tüchtige Burschen, die beiden sehr befähigt, jeder auf seine Weise. Doch eines Tages, da kam der Sohn auf die Idee, sich zu verloben. Und dann wollte er natürlich auch heiraten und anfangen, selbst zu bauen. Naja, das ist ja naheliegend bei so jungen Leuten. Na schön, aber damit konnte mir natürlich nicht gedient sein, denn ich brauchte Rangler ja selbst hier in meinem Betrieb und den alten auch. Wenn es nämlich um die Berechnungen von Kubikinhalt und Tragfähigkeit geht und was dergleichen Teufelzeug mehr ist, darauf versteht er sich wirklich, der alte Brovik. Naja, aber das gehört doch wohl auch mit dazu. Ja, tut es, jawohl. Doch der Rangler, der wollte ja nun partout selbstständig werden, dagegen war nichts zu machen. Aber dann ist er doch bei Ihnen geblieben. Ja. Und jetzt kommt das, was ich Ihnen erzählen wollte. Eines Tages erschien sie hier. Wer? Besagte Kaja Fosli, weil sie ihrem Onkel irgendetwas auszurichten hatte, war bis dahin noch niemals hier gewesen. Und als ich sah, wie verliebt die beiden jungen Leute waren, da musste ich plötzlich denken, wenn ich das junge Mädchen hier in mein Büro umbekäme, dann würde vielleicht auch Ragnar bei mir bleiben. Aha. Wir haben kein Wort gesagt. Ich stand nur da und sah sie an und wünschte mit aller Intensität, dass ich sie hier bei mir hätte. Dann wechselte ich noch ein paar freundliche Worte mit ihr über dies und das und damit ging sie. Aha. Und was weiter? Am Tage darauf, gegen Abend, als der alte Brovik und Ragnar nach Hause gegangen waren, da kam sie wieder. Und tat so, als ob ich eine Absprache mit ihr getroffen hätte. Eine Absprache? Ich verstehe nicht ganz. Ja, worüber denn? Genau über das, was ich so intensiv gewünscht, aber mit keiner Silbe erwähnt hatte. Das ist ja wirklich seltsam. Ja. Du wolltest ja also wissen, ob sie gleich am nächsten Tag anfangen können. Meinen Sie nicht, der eigentliche Grund war, dass sie mit ihrem Verlobten zusammen sein wollte? Das hatte ich zunächst auch gedacht, aber nein, dem war nicht so. Denn kaum hatte sie hier bei mir angefangen, und da entglitt sie ihm. Sie entglitt ihm? Vielleicht zu Ihnen hin? Ja. Mit fliegenden Fahnen. Sie spürt es, wenn ich sie von hinten ansehe. Sie beginnt zu zittern, wenn ich nur in ihre Nähe komme. Was sagen Sie dazu? Das ist ja wohl nicht sonderlich schwer zu erklären. Na schön, aber wie ist es mit dieser anderen Sache? Das überzeugt, weil ich hätte ihr gesagt, was sie doch nur gedacht. Nur gewünscht, gewollt hatte. Was sagen Sie dazu? Können Sie mir das auch erklären, Dr. Allen? Nein. Darauf möchte ich mich lieber nicht einlassen. Ja, das hatte ich mir gedacht. Deshalb habe ich bisher noch nie darüber geredet. Aber auf die Dauer wird mir die Sache verdammt lästig, wissen Sie. Und Tag für Tag so tun zu müssen, als ob ich der armen Kaja gegenüber, ist es ja auch eine Sünde und Schande. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, denn wenn sie mir davonläuft, dann geht auch Ragnar. Sie haben Ihrer Frau nie gesagt, wie das alles zusammenhängt. Nein. Ja, du lieber Gott, warum denn nicht? Weil ich es so wie eine Erleichterung empfinde, wenn ich dulde, dass Aline mir Unrecht tut. Also jetzt verstehe ich kein Wort. Doch, denn sehen Sie, ich tilge damit ein ganz klein wenig von der unermesslichen Schuld. Schuld? Ihrer Frau gegenüber? Ja. Und das ist doch immerhin eine kleine Erleichterung. Nein. Hol mich der Henker, wenn ich auch nur ein Wort davon verstehe. Schon gut. Reden wir also nicht mehr davon. Ja. Ich muss jetzt auch zu meinen Visiten. Also?
Jetzt sind Sie sicher der Meinung, Sie hätten mich mal so richtig ausgequetscht, nicht wahr, Doktor? Ich? Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen. Ach, nehmen Sie es ruhig zu. Ich habe es nämlich sehr genau bemerkt, wissen Sie? Was haben Sie bemerkt, wenn ich fragen darf? Dass Sie mich die ganze Zeit heimlich beobachten. Ich? Ach du lieber Gott, warum sollte ich das wohl tun? Weil Sie glauben, ich... Ja, zum Kuckuck denken Sie etwa nicht dasselbe wie meine Frau? Ja, was denkt denn Ihre Frau? Aline ist seit einiger Zeit der Meinung, ich sei ja nicht so ganz gesund. Sie meint, ich sei verrückt. Bester, liebster, doch, das glaubt sie, davon ist sie fest überzeugt. Und das hat sie Ihnen auch eingeredet. Mir? Das merke ich Ihnen nämlich sehr deutlich an. Es ist gar nicht so leicht, müssen Sie wissen, mir etwas vorzumachen. Also wirklich, Herr Solness, auch nicht von fern ist mir jemals ein solcher Gedanke gekommen. Ja, wirklich nicht? Nein, niemals. Und Ihrer Frau gewiss ebenso wenig. Darauf möchte ich beinahe einen Eid leisten. Na, das sollten Sie dann doch lieber bleiben lassen. Denn sehen Sie, in gewisser Hinsicht könnte sie ja vielleicht auch guten Grund dazu haben, so etwas zu glauben. Herr Solness, jetzt, ja. Jetzt muss ich aber... Ja, schon gut, lieber Doktor. Lassen wir die Sache auf sich bringen. Ach, hören Sie. Ja. Schreiben Sie mal. Wenn Sie mich nun also nicht für verrückt oder verdreht oder nicht so ganz richtig halten. Ja, was da? Dann müssten Sie mich doch für einen außerordentlich glücklichen Mann halten. Also, ich finde wirklich, dass Sie ein geradezu märchenhaftes Glück gehabt haben. Das habe ich. Kann mich nicht beklagen. Erst brannte der hässliche alte Kasten ab, die Räuberburg. Was da abbrannte, war Alines Elternhaus. Vergessen Sie das nicht. Ja, natürlich, für Ihre Frau muss es allerdings sehr schwer gewesen sein. Für Sie selbst, den Baumeister, begann damit der Weg nach oben. Angefangen hatten Sie als armer Bursche vom Land und jetzt stehen Sie da als der erste Herr auf Ihrem Gebiet. Doch, lieber Herr Solness, Sie haben wahrhaftig das Glück auf Ihrer Seite gehabt. Ja, und eben deshalb fürchte ich mich auch so entsetzlich. Sie fürchten sich, weil Sie Glück gehabt haben? Ich habe Angst, schreckliche Angst, bei Tag und bei Nacht. Denn sehen Sie, irgendwann einmal muss das Blatt sich schließlich wenden. Was für ein Unsinn. Die Wende kommt, das ahne ich. Und ich spüre, wie sie näher rückt. Irgendeiner wird vortreten und von mir fordern, tritt zurück. Aber, Herr Sohn. Warten Sie nur ab, Doktor. Eines Tages kommt die Jugend hier angerückt und klopft an meine Tür. Ach du lieber Gott, was ist denn dann? Was dann? Dann ist es aus. Mit Baumeister Solness. Was war das? Haben Sie das auch gehört? Ja, es hat jemand geklopft. Rein. Guten Abend. Guten Abend. Ich glaube fast, Sie kennen mich nicht mehr. Nein, ich muss gestehen, jedenfalls im Augenblick. Aber ich kenne Sie, Fräulein. Nanu, Sie hier, Doktor. Ja, wir haben uns diesen Sommer kennengelernt, hier im Gebirge, auf einer der Hütten, nicht? Sind Sie heute hier in der Stadt angekommen? Eben erst, ja. Ganz allein, Fräulein Wangel. Aber ja. Wangel? Heißen Sie Wangel? Allerdings, so heiße ich. Dann sind Sie vielleicht die Tochter des Arztes in Lüsange. Wessen Tochter sollte ich denn sonst sein? Dann kennen wir uns natürlich von dort, aus dem Sommer, als ich im Norden war, um den Kirchturm von Lüsange zu bauen. So ist es. Aber das ist doch schon lange her. Das ist genau 10 Jahre her. Ja, damals waren Sie doch noch ein Kind. Immerhin so 12, 13 Jahre. Sind Sie das erste Mal hier in der Stadt, Fräulein Wangel? Ja, das allererste Mal. Dann kennen Sie ja wohl niemanden. Nein, nur Sie. Na ja, und Ihre Frau. Meine Frau, kennen Sie auch? Nur flüchtig. Und wir waren einige Tage zusammen im Sanatorium. Ach so, da oben. Ja. Und sie sagte ihm, wenn ich mal in die Stadt käme, sollte ich sie doch besuchen. Diese Aufforderung hätte es freilich nicht erst bedurft. Dankeschön. Dass sie mir gar nichts davon gesagt hat? Ja, und nun wollte ich fragen, ob ich heute Nacht hier bleiben dürfte. Ich
Ja, das wird sich gewiss machen lassen. Ich habe nämlich nichts anderes anzuziehen als das, was ich gerade anhabe. Naja, und im Ranzen, da habe ich noch ein bisschen Wäsche zum Wechseln. Aber die muss gewaschen werden, sie ist mächtig dreckig. Und dafür wird sich wohl Rat finden. Ich will ja eben meiner Frau Bescheid sagen. Dann werde ich inzwischen meinen Krankenbesuch machen. Ja, tun Sie das. Und danach kommen Sie ja wohl wieder her? Ja. Darauf können Sie Gift nehmen. Aline, komm doch bitte mal herüber. Hier ist jemand, den du kennst. Ein Fräulein Wangel. Wer ist da? Ah, Sie sind es, Fräulein. Ja, nun hat sie ihr Weg also doch in die Stadt geführt. Fräulein Wangel ist eben erst angekommen. Ah, ja. Und nun bittet sie, über Nacht bleiben zu dürfen. Bei uns? Ja, natürlich, sehr gerne. Ihr Koffer kommt nach. Nein, ich habe keinen Koffer. So, nun, das wird sich ordnen lassen, denke ich. Aber jetzt müssen Sie einstweilen hier bei meinem Mann vorlieb nehmen. Ich werde inzwischen dafür sorgen, dass eines der Zimmer für Sie gerichtet wird. Ja, könnten wir nicht eins von den Kinderzimmern nehmen? Die sind doch vollständig eingerichtet. Ja, natürlich. Und Platz ist da ja mehr als genug. Bitte, setzen Sie sich doch. Oder wollen Sie vielleicht lieber... Ruhen Sie sich ein bisschen aus. Haben Sie mehrere Kinderzimmer? Ja, hier im Haus sind drei Kinderzimmer. Ah, gleich drei. Mhm. Dann haben Sie wohl auch schrecklich viel Kinder. Nein, wir haben keine Kinder. Aber jetzt können Sie ja einstweilen Kind im Hause sein. Ja, für heute Nacht. Ich will versuchen zu schlafen wie ein Stein. Suchen Sie irgendetwas? Nein. Ich stehe nur da und sehe mir das alles ein bisschen an. Aber vielleicht darf ich das nicht. Doch, bitte sehr. Sind Sie das denn, das dicke Buch da schreibt? Nein, da hast du die Buchhalterin. Wie alt ist die? 25. Verheiratet? Nein, das ist sie nicht. Ach so. Aber sie heiratet jetzt sicher bald. Mhm. Das ist ja schön für Sie. Für wen? Für die Buchhalterin. Ja, für mich ist das weniger schön. Denn dann habe ich ja niemanden mehr, der mir hilft. Können Sie nicht irgendeinen anderen kriegen, der genauso gut ist? Vielleicht hätten Sie ja Lust, hier zu bleiben und in das dicke Buch zu schreiben. Oh nein. Nein? Das lassen wir ganz hübsch bleiben. Lebt Ihr Vater eigentlich noch? Ja, Vater lebt noch. Und jetzt beabsichtigen Sie vielleicht, hier in der Stadt zu studieren? Nein, ich denke auch nicht daran. Aber Sie werden doch wohl einige Zeit hierbleiben. Je nachdem. Baumeister Solmes? Ja? Sind Sie eigentlich sehr vergesslich? Vergesslich? Nicht, dass ich wüsste. Aber wollen Sie denn gar nicht mit mir über damals reden? Über das von da oben? Von da oben? Lieswanger? Was soll es darüber schon zu reden geben? Wie können Sie nur so etwas sagen? Na, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was davon. Als der Turm fertig war, da gab es doch ein großes Fest. Auf dem Platz vor der Kirche spielte eine Kapelle und viele hundert Menschen waren versammelt. Wir Schulmädchen waren in weißen Kleidern. Und außerdem hatten wir alle Papierfahnen. Ah, richtig, an diese Papierfahnen erinnere ich mich noch sehr gut. Ja. Und dann stiegen sie auf das Gerüst. Bis ganz nach oben hinauf. Mit einem großen Kranz in der Hand. Und den Kranz,
den hängten Sie an der obersten Spitze des Turmes auf die Wetterfahne. Ja, das habe ich damals getan. Das ist nämlich so ein alter Brauch, wissen Sie das? Es war schrecklich spannend, da unten zu stehen und zu Ihnen hinaufzusehen. Wenn er jetzt herunterfällt, der Baumeister selbst. Ja, das wird vielleicht passieren können. Denn eins von diesen weiß gekleideten Teufelchen, das sprang da unten wie verrückt herum und schrie zu mir heraus. Hurra für Baumeister Solmes! Wedelte so wild mit seiner Fahne, dass ich kaum hinsehen konnte. Dieses Teufelchen, das war ich. Das müssen Sie gewesen sein. Davon bin ich jetzt überzeugt. Denn es war ja so wunderbar. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass es auf der Welt einen Baumeister gab, der einen so hohen Turm bauen konnte. Ja, dass Sie selbst ganz dort oben standen und dass Ihnen nicht ein bisschen schwindlig wurde. Woher wussten Sie denn so genau, aber dass mir nein, gar nicht... Nein, das habe ich doch gespürt. Und außerdem hätten Sie sonst wohl nicht da oben gesungen. Was sagen Sie da? Ich hätte gesungen? Aber ja, das habe ich doch gehört. Ich habe nie im Leben auch nur einen Ton gesungen. Doch, damals haben Sie gesungen. Das ist wirklich sonderbar, was Sie da erzählen. Aber das Richtige, das kam ja erst hinterher. Die Hauptsache. Die Hauptsache? Hören Sie mal. Muss ich Sie etwa auch daran erinnern? Ja, bitte. Ja, wissen Sie denn nicht mehr, dass für Sie ein großes Essen gegeben wurde? Stimmt, das muss am selben Nachmittag gewesen sein, denn am nächsten Morgen reiste ich ab. Und am Abend waren Sie bei uns eingeladen. Ja, stimmt, ja. Wirklich seltsam, Frau Bange, wie genau Sie sich all diese Kleinigkeiten eingeprägt haben. Kleinigkeiten? Sie sind gut. War das vielleicht auch eine Kleinigkeit, dass ich allein im Zimmer war, als Sie kamen? So, waren Sie allein? Jawohl. Und damals haben Sie mich nicht einen kleinen Teufel genannt. So? Nein. Sie sagten, ich sei wunderschön in meinem weißen Kleid. Und ich sehe aus wie eine kleine Prinzessin. Das taten Sie gewiss auch, Frau Lange. Und wenn du erst groß bist, sagten sie zu mir, dann sollst du meine Prinzessin sein. Simba, das habe ich auch gesagt. Jawohl. Und als ich sie fragte, wie lange ich denn warten sollte, da sagten sie zu mir, sie würden in 10 Jahren wiederkommen und mich mitnehmen. Nach Spanien oder so wohin. Und dort wollten sie mir ein Königreich kaufen. Jawohl, das versprachen sie mir. Ja, ja. Nach einem guten Essen sieht man nicht so genau sein Geld. Aber habe ich das alles wirklich gesagt? Aber ja. Und sie sagten auch, wie das Königreich heißen sollte. So, wie denn? Sie sagten, es sollte Apfelsinia heißen. Das war ja ein recht appetitlicher Name. Ja. Aber dann nahmen sie mich in die Arme und küssten mich, Baumeister Solmes. Was, das hätte ich getan? Jawohl. Sie nahmen mich mit beiden Armen und drückten mich ganz fest an sich und küssten mich. Viele Male. So, mein liebes, gutes Freund. Mann. Wollen Sie das etwa leugnen? Ja, das muss ich in der Tat leugnen. Stehen Sie doch nicht da wie eine Salzsäule. Wissen Sie was? Ich muss das alles gedacht, muss es gewollt und gewünscht haben. Und daher... Sollte das nicht die Erklärung sein? Na ja, zum Teufel, dann habe ich es eben auch getan. Geben Sie es jetzt endlich zu. Ja, alles, was Sie wollen. Sie haben mich also in die Arme genommen. Aber ja. Und mich an sich gedrückt. Ganz fest. Und mich geküsst. Auch das? Viele Male. So oft Sie nur wollen. Na, endlich. Jetzt habe ich Sie Ihnen zum Schluss doch noch entlockt. Ja. Stellen Sie sich vor, dass ich so etwas vergessen konnte. Sie haben in Ihrem Leben sicher schon so viele geküsst. Ja, das war nicht so schlimm. Frau Wangel? Ja.
Wie war das eigentlich noch? Wie ging es dann weiter? Ich meine mit uns beiden. Aber es ging überhaupt nicht weiter. Und das werden Sie doch wohl noch wissen, denn dann kamen ja die anderen Gäste. Richtig, Gäste kamen. Wie konnte ich das nur vergessen? Aber Sie haben überhaupt nichts vergessen. Sie haben sich nur ein bisschen geschämt. Sowas vergisst man doch nicht. Nein, das sollte man eigentlich meinen. Oder haben Sie vielleicht auch vergessen, an welchem Tag es war? An welchem Tag? Ja. An welchem Tag haben Sie den Kranz dort oben aufgehängt? Ja. Nun, sagen Sie, schnell, Baumeister. Ja, das genaue Datum weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es vor 10 Jahren war, irgendwann im Herbst. Es war genau vor 10 Jahren. Am 19. September. Dass Sie auch das Datum behalten haben. Heute ist ja wohl der 19. September. Jawohl. Die 10 Jahre sind um. Und Sie sind nicht gekommen, wie Sie mir versprochen hatten. Haben Sie denn allen Ernstes geglaubt, ich würde wiederkommen? Aber ja, das hatte ich von Ihnen erwartet. Dass ich eines Tages komme und Sie mitnehme? Ja. Und Sie zur Prinzessin mache? Aber das haben Sie mir doch versprochen. Und Ihnen auch ein Königreich schenke. Warum nicht? Denn wenn Sie die höchsten Kirchtürme der Welt bauen können, so muss das Ihnen doch zweifellos auch möglich sein, sowas wie ein Königreich herbeizuzaubern, dachte ich mir. Ich kann nicht richtig schlau aus Ihnen werden, Frau Wange. Nein? Und ich finde, das Ganze ist zu einfach. Wussten Sie denn nicht, dass ich verheiratet bin? Aber ja, das habe ich doch die ganze Zeit gewusst. Warum fragen Sie? Das fiel mir nur so ein. Aber sagen Sie im Ernst, weshalb sind Sie gekommen? Weil ich mein Königreich haben will. Die 10 Jahre sind um. Also Sie sind wirklich gut. Wer mit meinem Königreich, Baumeister Solness? Auf den Tisch damit. Nein, ganz im Ernst, weshalb sind Sie gekommen? Was wollen Sie hier? Na ja, zunächst einmal will ich mich umsehen, was Sie hier alles in der Gegend gebaut haben. Ja, da können Sie ziemlich lange umherlaufen. Ja? Denn Sie haben sicher schrecklich viel gebaut. Mhm, habe ich auch. Auch viele hohe Kirchtürme? Nein, Kirchtürme brauche ich jetzt nicht mehr. Nein? Was bauen Sie denn jetzt? Häuser. Wohnungen für Menschen. Aber könnten Sie nicht auch auf diese Häuser ein bisschen, so ein bisschen Kirchturm draufsetzen? Was meinen Sie damit? Ich meine, etwas, das sich frei in die Lüfte erhebt, mit einem Wetterhahn darauf, hoch oben. Seltsam, dass Sie davon sprechen. Denn genau das ist es, was ich am allerliebsten tun würde. Ja, warum tun Sie es dann nicht auch? Weil die Menschen es nicht haben wollen. Aber jetzt baue ich mir ein neues Haus hier gleich gegenüber. Ach, für Sie selbst? Ja, es ist fast fertig und auf dem Haus, da ist ein Turm. Ein hoher Turm? Die Leute werden sagen, er sei zu hoch für ein Wohnhaus jedenfalls. Diesen Turm werde ich mir morgen früh gleich ansehen. Sagen Sie, Fräulein Wange. Ja? Wie heißen Sie eigentlich? Ich meine mit Vornamen. Aber ich heiße doch Hilde. Ja, wissen Sie denn auch das nicht mehr? Sie heißen Hilde. Aber ja, Sie haben mich doch selbst so genannt in Lösange. Ist das nicht sonderbar? Je mehr ich darüber nachdenke, es kommt mir jetzt in der Tat so vor, als hätte ich mich jahrelang krampfhaft bemüht, mich an irgendetwas zu erinnern. Woran? Naja, ein wirkliches Erlebnis, das ich nur vergessen hatte. Aber ich konnte nie darauf kommen, was es gewesen war. Dann hätten Sie eben einen Knoten in Ihr Taschentuch machen sollen, Baumeister. Dann hätte ich mir nur vergeblich überlegt, was dieser Knoten wohl bedeuten sollte. Jedenfalls ist es gut, dass Sie jetzt da sind. Ja? Ist das gut? Sehr gut, sogar. Denn ich habe hier so alleine gesessen und hilflos auf alles gestarrt. Ich will Ihnen etwas verraten. Seit einiger Zeit habe ich Angst, entsetzliche Angst vor der Jugend. Unsinn!
Wie kann man bloß vor der Jugend Angst haben? Die Jugend wird eines Tages kommen und an meine Tür donnern. Ich finde, dann sollten Sie hingehen und der Jugend aufmachen. Aufmachen? Ja, dass die Jugend zu Ihnen herein kann. Einfach so, im Guten. Können Sie mich zu irgendetwas brauchen, Baumeister? Und ob ich sie brauchen kann. So, Fräulein Wangel, nun ist das Zimmer für Sie in Ordnung. Oh, Frau Solmes, das ist aber lieb von Ihnen. Eins von den Kinderzimmern? Ja, das mittlere. Aber ich denke, wir gehen jetzt erst zu Tisch. Hilde wird also im Kinderzimmer schlafen. Hilde. Darf ich noch ganz schnell meine Sachen holen? Ja, Fräulein Wangel heißt Hilde. Ich habe sie gekannt, als sie noch ein Kind war. Ja. Was du nicht sagst, Hallwart. Wenn ich dann bitten darf? Ist das wahr, was Sie da eben gesagt haben? Können Sie mich wirklich brauchen? Ich habe niemanden so bitter entbehrt wie Sie. Dann habe ich ja mein Königreich. Hätte ich beinahe gesagt. Frau Fossli, was gibt's? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich da bin. Ja, ja, schon. Guten Morgen. Morgen, Frau Fossli. Ist Rangler nicht auch da? Nein, der musste noch auf den Doktor warten. Aber dann wollte er gleich kommen, um Ihr Urteil über seine Zeichnungen zu hören. Wie geht es denn dem Alten heute? Leider sehr schlecht. Er bittet vielmals um Entschuldigung, dass er zu Bett bleiben muss. Ja, soll Gottes Namen liegen bleiben. Und gehen Sie jetzt an Ihre Arbeit. Jawohl. Wollen Sie vielleicht mit Ragnar reden, wenn er kommt? Nein, ich wüsste im Augenblick nicht. Der alte Brovik wird jetzt bestimmt auch sterben. Auch? Wer denn noch? Doch, doch, Hallwart, du wirst sehen. Der alte Brovik stirbt bestimmt auch. Sag mal, lieber Line, wolltest du nicht in die Stadt? Ja, ich sollte wohl. Schläft sie eigentlich noch? Sitzt du da am Tisch und denkst an Fräulein Wangel? Sie fiel mir nur eben ein. Ja, Fräulein Wangel ist schon lange auf. So, so. Als ich bei ihr hereinsah, da war sie gerade mit ihrer Garderobe beschäftigt. Jetzt haben wir doch für eins der Kinderzimmer Verwendung gefunden, nicht wahr, Aline? Du wirst sehen, Aline, von nun an wird es bestimmt besser. Das Leben wird für uns sehr viel angenehmer werden, wesentlich leichter. Meinst du, weil sie gekommen ist? Nein, ich meine natürlich, wenn wir erst in unser neues Haus einziehen können. Glaubst du das, Hallwart? Dass es dann besser wird? Sicher. Und du? Ich verspreche mir von dem neuen Haus überhaupt nichts. Nicht das Geringste. Es tut mir wirklich weh, dich so reden zu hören. Denn schließlich habe ich das Haus doch in erster Linie für dich gebaut. Dankeschön. Tust zu viel für mich, Albert. Eigentlich viel zu viel. Nein, Aline, so etwas darfst du nicht sagen. Gut. Dann werde ich es nun nicht mehr sagen. Aber ich bleibe dabei und du wirst sehen, wie gut alles für dich werden wird. Da drüben, dem neuen Haus. Albert. Und wenn du noch so viel baust. Ein wirkliches Zuhause für mich, das kannst du doch nicht wieder bauen. Niemals.
Wir lassen uns in Gottes Namen nicht mehr darüber reden. Ja. Wir reden ja auch gewöhnlich nicht davon. Du vermeidest es doch, davon anzufangen, nicht? Was ich vermeide es? Ja, warum sollte ich das denn tun? Doch. Doch, Albert, und ich verstehe dich auch so gut. Du gibst dir alle Mühe, Rücksicht zu nehmen auf meine Gefühle und möchtest mich auch so gerne entschuldigen. Soweit du nur irgend kannst. Was, dich entschuldigen? Ja, denn mit dem alten Haus, mein Gott, das war eben ein Unglück. Ja, für das Unglück kann der Mensch doch nichts. Nein, aber was dann kam, meine, als Folge des Brandes, das ist es doch. Das ist so entsetzlich. Sprich nicht davon, denk nicht mehr daran, Aline. Doch, Albert, doch. Gerade daran muss ich denken. Und ich muss auch endlich einmal darüber reden dürfen. Ich kann das nämlich nicht so gut mit mir alleine rumtragen. Und das Schlimmste ist, dass ich es mir selbst nie verzeihen kann. Du, dir selbst? Ja, denn ich hatte doch Pflichten. Nach zwei Seiten. Dir gegenüber und gegenüber den beiden Kleinen. Ich hätte doch festbleiben müssen. Ich hätte mich vom Schreck nicht so überwältigen lassen dürfen und nicht vom Kummer darüber, dass mir mein Elternhaus abgebrannt war. Aline. Ja. Du musst mir versprechen, dich von diesem Gedanken frei zu machen. Mein Gott, versprechen kann man alles Mögliche, ne? Es ist aber wirklich zum Verzweifeln. Diese trostlose Dunkelheit. Wenn niemals ein Sonnenstrahl in das eigene Heim fällt. Oh, Halbert, das hier ist doch kein Heim. Nein, das ist es freilich nicht. Und der Himmel mag wissen, ob du nicht recht behältst, wenn du meinst, dass es im neuen Haus auch nicht besser für uns wird. Besser? Nein. Nein, es wird genauso leer, genauso öde. Doch, wie hier. Ja. Weshalb um alles in der Welt haben wir das neue Haus denn überhaupt gebaut? Kannst du mir das sagen? Nein. Diese Frage musst du dir selbst beantworten. Wie meinst du das, Aline? Wie ich das meine? Ja, du legst jede meiner Worte, jeder harmlosen Äußerung irgendeine heimliche, hinterhältige Bedeutung bei. Aber Halbert, ich... Nur, es ist doch nicht weiter zu verwundern, wenn man wie du die Last mit einem kranken Mann im Haus mit hat. Mit einem kranken Mann, Halbert, du bist doch nicht krank. Ja, mit einem Mann, der nicht so ganz richtig ist. Aber Halbert, mit einem Verrückten, nenn es, wie du willst. Aber ihr irrt euch. Alle beide, du und auch der Doktor, oh nein. Im Grunde fehlt mir überhaupt nichts. Nicht das Geringste. Nein, nicht wahr? Aber was ist denn mit dir? Was mit mir ist? Ich bin oftmals nahe daran, zusammenzubrechen unter der Last meiner Schuld. Deine Schuld? Aber Halbert, du hast doch keinem Menschen gegenüber irgendeine Schuld. Doch, Aline, ich habe Schuld. Meine missliche Schuld. Auch dir gegenüber. Mir? Ja, ich habe dir niemals irgendetwas Böses angetan. Jedenfalls nicht wissentlich und willentlich. Und trotzdem, trotz alledem, habe ich das Gefühl einer erdrückenden Schuld. Ja, dann Halbert. Dann bist du ja doch krank. Offenbar. Krank oder sowas Ähnliches. Endlich. Morgen. Der Tag bricht an. Guten Morgen, Baumeister. Nun, gut geschlafen? Wunderbar. Wie eine Prinzessin. Oh, ganz noch wunderschön. Und geträumt haben Sie gewiss auch? Ja, aber das war gar nicht schön. So? Nein, ich träumte nämlich, dass ich an einer schrecklich steilen und hohen Felswand abstürzte. Haben Sie sowas auch schon mal geträumt? Doch, manchmal träume ich... Das ist schrecklich aufregend, nicht? Wenn man immer tiefer und tiefer stürzt. Ziehen Sie eigentlich die Beine an, während Sie fallen? Ja, so hoch wie ich kann. Ja, ich auch. Ja, ich muss nun wohl in die Stadt und
Talwart. Und dabei werde ich mich gleich einmal umsehen, ob ich nicht irgendein paar Kleinigkeiten finde, die Sie vielleicht gebrauchen können. Oh, liebste Frau Solness, das ist zu nett von Aber Ihnen. Aber nein, keineswegs. Das ist meine Pflicht. Wiedersehen. Ihre Frau kann mich wohl überhaupt nicht leiden. Hatten Sie den Eindruck? Sie nicht auch? Ja, Aline ist in den letzten Jahren sehr menschenscheu geworden. Aber warum musste sie dann ausgerechnet das von der Pflicht sagen? Nein, ich kann dieses Wort nicht ausstehen. Hm? Warum denn nicht? Weil es so kalt klingt. Pflicht, Pflicht, Pflicht. Das ist wie eine spitze Nadel, die einen sticht. Finden Sie nicht auch? Darüber habe ich noch nicht so genau nachgedacht. Doch, doch. Ein ekliges Wort. Oh, haben Sie aber eine Masse Bücher. Ja, haben mir allerhand angeschafft. Und lesen Sie auch in all diesen Büchern? Früher, da habe ich es versucht. Und Sie? Lesen Sie? Nein, überhaupt nicht. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Denn irgendeinen Zusammenhang kann ich in all diesen Büchern doch nicht entdecken. Geht mir auch so. Haben Sie diese Zeichnungen hier gemacht? Nein, die hat ein junger Mann gemacht, der bei mir arbeitet. Einer, den Sie selbst angelernt haben? Ja, einiges hat er zweifellos auch von mir gelernt. Also ich verstehe einfach nicht, dass Sie so dumm sein können. Wieso? Wenn Sie sich dazu hergeben können, all diese Burschen anzulernen. Ja, und warum sollte ich das denn nicht? Aber nein, Baumeister. Wozu denn auch? Hier sollte kein anderer bauen dürfen als Sie. Sie ganz alleine. So, jetzt wissen Sie es. Hm. Ja? Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Wieso? Finden Sie diese Idee so verrückt? Nein. Ich trage mich nämlich heimlich immerzu mit genau demselben Gedanken. Kommen Sie mal her, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Ja, was denn? Sehen Sie da drüben im Garten? Ja. Direkt über dem großen Steinbruch? Das neue Haus, meinen Sie? Ja, das dort gebaut wird. Das hat wirklich einen hohen Turm. Das Gerüst steht noch. Ist das Ihr neues Haus? Ja. Aha. Das Haus, in das Sie bald einziehen werden. Ja. Gibt es in dem Haus auch mehrere Kinderzimmer? Drei. Genau hier. Aber keine Kinder? Nein. Es kommen auch keine. Ja, aber... Dann sind Sie ja doch so ein bisschen verrückt. All die leeren Kinderzimmer da oben. Wir hatten Kinder, Aline und ich. Sie hatten? Ja, zwei kleine Buben, Zwillinge. Das ist nun 11, 12 Jahre her. Und die sind... Ich meine, die Kinder haben Sie nicht mehr? Ja. Wir behielten sie nur kurze Zeit, kaum 3 Wochen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gut es für mich ist, dass Sie da sind, denn jetzt habe ich doch jemanden, mit dem ich reden kann. Können Sie denn nicht auch mit Ihrer Frau reden? Darüber nicht. Kommen Sie, Hilde. Setzen Sie sich. Hier, so, dass Sie den Garten vor Augen haben. Ja. Hm? Würden Sie auch zuhören? Oh ja, ich habe große Lust, Ihnen zuzuhören, Baumeister. Da drüben auf der Höhe, wo Sie jetzt das neue Haus sehen, ja? Da wohnten Aline und ich in den ersten Jahren. Denn da oben stand damals ein altes Haus, das Ihre Mutter gehört hat, denn das erbten wir dann von Ihnen. War auf dem Haus auch ein Turm? Nein. Von außen war es ein großer, hässlicher, finsterer Holzkasten. Aber es wohnte sich trotzdem ganz behaglich darin. Ach, und den alten Kasten haben Sie abgerissen? Nein, er brannte ab. War das ein großes Unglück für Sie? Je nachdem, wie man es nimmt. Als Baumeister kam ich durch den Brand in die Höhe, aber... Aber? Wir hatten damals eben erst die Zwillinge bekommen.
Sie kamen gesund und munter zur Welt und wuchsen von Tag zu Tag. Doch dann kam die Brandnacht. Und? Was geschah? Sagen Sie doch, ist jemand verbrannt? Das nicht. Alle wurden wohlbehalten aus dem Haus geborgen, so wie sie im Bett gelegen hatten bei der eisigen Kälte. Ach, und das vertrugen Sie wohl nicht? Aline bekam Fieber. Trotzdem wollte sie die Kinder unbedingt selbst nähren, denn das war ihre Pflicht, meinte sie. Und dadurch... gingen uns die Kinder verloren. Das muss ein sehr schwerer Schlag für Sie gewesen sein. Schwer genug für mich, doch 10-mal schwerer für Aline. Seit jenem Tag, da ich die beiden verlor, baute ich nur noch ungern Kirchen. Dann haben Sie den Kirchturm da oben bei uns wohl auch nur ungern gebaut. Sehr ungern. Ich weiß noch genau, wie befreit ich mich fühlte, als der Turm fertig war. Ja, das weiß ich auch noch. Ja, und seitdem baue ich überhaupt. Weder Kirche noch Kirchturm. Nur noch Häuser, in denen Menschen wohnen können. Ja. Aber mit hohen Türmen und Wetterfahnen darauf. Ja, am liebsten mit hohen Türmen. Also, wie ich schon sagte, durch diesen Brand, da kam ich in die Höhe. Jedenfalls als Baumeister. Warum nennen Sie sich eigentlich nicht Architekt, wie das die anderen tun? Dazu habe ich nicht gründlich genug gelernt. Alles, was ich kann, habe ich größtenteils aus mir selbst. Aber in die Höhe gekommen sind Sie trotzdem, Herr Baumeister. Durch den Brand. Jawohl. Fast den ganzen Garten teilte ich in einzelne Villengrundstücke auf und dort konnte ich nun genau so bauen, wie ich wollte. Das war der Anfang. Ja, und dann ging es freilich steil aufwärts, wie geschmiert. Sie müssen ein sehr glücklicher Mann sein. Nach all dem, was Sie erreicht haben. Glücklich? Sagen Sie das jetzt auch? Das meinen immer alle. Als ich Ihnen von dem Brand erzählte, ist Ihnen da nicht so ein ganz bestimmter Gedanke gekommen? Was für ein Gedanke? Einzig und allein durch diesen Brand bekam ich die Möglichkeit, Häuser zu bauen. Helle, behagliche Wohnungen, in denen die Eltern mit der ganzen Kinderschar im sicheren Gefühl leben konnten. Wunderbare Sache ist, auf der Welt zu sein. Ja, aber ist es denn nicht ein großes Glück für Sie, dass Sie den Menschen so schöne Häuser bauen können? Vergessen Sie nicht den Preis, Hilde, den entsetzlichen Preis, den ich dafür bezahlen musste. Ist es Ihnen denn so ganz unmöglich, darüber hinwegzukommen, Baumeister? Unmöglich. Denn, um das Ziel zu erreichen, Heime für andere zu bauen, musste ich für immer darauf verzichten, selbst ein Heim zu haben. Ich meine, ein Haus voller Kinder, in dem sich auch die Eltern zu Hause fühlen können. Für immer, sagen Sie? Mussten Sie das wirklich? Ja. Hören Sie gut zu, Hilde, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Alles, was ich gebaut habe, was mir zu schaffen vergönnt war, für all das muss ich bezahlen. Bezahlen? Ja, nicht mit Geld, sondern mit menschlichem Glück. Und nicht allein mit meinem eigenen Glück, auch mit dem Glück anderer Menschen. Ja. Das ist das, Hilde. Das ist der Preis, den mich mein Platz als Künstler gekostet hat. Mich und andere. Ja, aber Sie sind doch nicht schuld daran, Baumeister. Sehen Sie, das ist die große, die schreckliche Frage. Das ist der Zweifel, der mich quält, bei Tag und bei Nacht. Jetzt verstehe ich Sie nicht. Nun ja, einmal angenommen, ich wäre wirklich schuld daran. Was? Sie? Schuld an dem Brand? Schuld an allem. Ach, Baumeister. Wenn Sie so etwas sagen können, dann sind Sie ja doch krank. Und in der Beziehung werde ich wohl auch nie mehr so ganz gesund. Entschuldigen Sie bitte, Herr Solms. Nein, bleiben Sie nur. Dann können wir die Sache gleich erledigen. Ja, wenn es möglich wäre. Ihrem Vater geht es nicht besser, wie ich höre. Nein, es geht jetzt rasch mit ihm zu Ende. Und darum bitte ich Sie inständig. Schreiben Sie mir ein paar freundliche Worte auf eins der Blätter da, damit Vater sie lesen kann, ehe... Nein, ich will nichts mehr davon hören.
Haben Sie sich die Zeichnungen überhaupt angesehen? Ja, das habe ich. Und? Taugen Sie nichts? Und ich taug wohl auch nichts. Bleiben Sie bei mir, Ranga. Sie sollen alles genauso haben, wie Sie es wünschen. Dann können Sie Kaya heiraten, sorglos leben, vielleicht sogar glücklich. Nur denken Sie nicht mehr daran, selbst bauen zu wollen. Ja, ja. Dann muss ich jetzt nach Hause gehen und meinem Vater das sagen. Das habe ich ihm versprochen. Soll ich ihm das sagen, bevor er stirbt? Sagen Sie ihm von mir aus, was Sie wollen. Am besten sagen Sie ihm gar nichts. Verstehen Sie doch, Ragnar, ich kann mal nicht anders. Dann darf ich die Zeichnung jetzt wohl wieder mitnehmen? Ja, in Gottes Namen. Danke. Nein, lassen Sie die Mappe hier. Warum denn? Weil ich mir die Zeichnungen auch gern ansehen möchte. Aber Sie haben doch. Na schön, lassen Sie die Mappe hier. Bitte. Gehen Sie jetzt sofort nach Hause, Ihrem Vater. Ja, das muss ich wohl. Hören Sie, Ragnar, Sie dürfen nicht etwas von mir verlangen, was ich einfach nicht kann. Das dürfen Sie nicht. Nein, nein. Entschuldigen Sie. Das war sehr hässlich von Ihnen. Was finden Sie? Sie? Ja, richtig eklig war das. Übel und böse und grausam. Ja, aber Sie haben doch vorhin gesagt, dass es nur mir erlaubt sein sollte, zu bauen. Ja, so etwas kann ich sagen, aber Sie dürfen nicht. Na, ich doch wohl in erster Linie. So teuer, wie ich mir meinen Platz verkauft habe. Teuer? Na ja, mit dem, was Sie häusliches Behagen nennen und dergleichen. Setzen Sie sich wieder, Hilde. Jetzt sollen Sie etwas Komisches zu hören bekommen. Ja? Es hört sich an wie eine lächerliche Kleinigkeit. Bei der ganzen Geschichte dreht es sich nämlich nur um einen Riss in einem Schornstein. Ich hatte ihn schon lange bemerkt, bevor es dann bei uns brannte. Jedes Mal, wenn ich oben auf dem Boden war, sah ich nach, ob er noch da war. Und er war da? Ja, denn außer mir wusste niemand etwas davon. Und Sie haben nichts gesagt? Nein, niemandem. Und dachten auch nicht daran, den Schornstein zu reparieren? Ich dachte wohl daran, aber es wurde nie etwas daraus. Jedes Mal, wenn ich die Sache in Angriff nehmen wollte, spürte ich einen Widerstand. Nein, dachte ich nicht. Heute lieber morgen. Und so blieb es eben. Aber wie konnten Sie bloß so gedankenlos sein? Weil ich an etwas ganz Bestimmtes dachte. Durch diesen kleinen schwarzen Riss im Schornstein dachte ich, könnte ich möglicherweise in die Höhe kommen, als Baumeister. Damals stellte ich mir die ganze Sache so leicht und einfach vor. Es sollte irgendwann im Winter sein, gegen Mittag. Ich war mit Aline ein Stück im Schlitten spazieren gefahren, stellte ich mir vor. Und zu Hause, da hätten die Dienstboten ordentlich eingeheizt, damit Aline es recht schön warm haben sollte, wenn sie nach Hause kam. Und auf dem Heimweg, da sollten wir dann den Rauch sehen. Und wenn wir ans Gartentor kämen, da sollte der ganze alte Kasten in hellen Flammen stehen. Sehen Sie, so hatte ich es mir vorgestellt. So wollte ich es haben. Ja. Aber jetzt hören Sie mal, Baumeister. Sind Sie auch ganz sicher, dass der Brand von dem kleinen Riss im Schornstein herrührte? Im Gegenteil. Ich bin völlig sicher, dass der Riss im Schornstein überhaupt nichts mit dem Brand zu tun hatte. Was sagen Sie da? Es ist einwandfrei nachgewiesen, dass der Brand in einem ganz anderen Teil des Hauses ausgebrochen ist. Aber was reden Sie denn die ganze Zeit von diesem Riss im Schornstein? Mögen Sie mir noch ein wenig zuhören, Hilde. Ja, wenn Sie nur vernünftig reden wollten. Ich will es versuchen. Also reden Sie, Baumeister. Glauben Sie nicht auch, Hilde, dass es einzelne Menschen gibt, denen die Macht und die Gnade verliehen, zu wünschen und zu wollen, so unerbittlich, dass sie es schließlich bekommen müssen. Sehen Sie, Hilde. Und deshalb bin eben doch ich derjenige, der schuld daran ist, dass die beiden Kleinen es mit dem Leben bezahlen mussten. Und bin ich etwa nicht gleichfalls daran schuld, dass aus Aline nicht das geworden ist, was sie hätte werden können? Und
das nennen die ahnungslosen Leute dann das Glück, auf seiner Seite zu haben. Sie sind krank, Baumeister. Ich glaube sogar sehr krank. Warum sagen Sie nicht gleich verrückt? Denn das meinen Sie doch. Nein. Ich glaube eher, dass Sie mit einem gebrechlichen Gewissen zur Welt gekommen sind. Mit einem gebrechlichen Gewissen? Ja. Ich meine, dass Ihr Gewissen so überempfindlich ist, dass es keinen Stoß verträgt. Ja. Und wie sollte mein Gewissen Ihrer Meinung nach denn sein, wenn ich fragen darf? Bei Ihnen sehe ich es am liebsten, wenn das Gewissen so richtig robust wäre. Robust? Haben Sie etwa ein robustes Gewissen? Oh ja, ich glaube schon. Ich habe jedenfalls bisher nichts anderes bemerkt. Ist wohl auch noch nicht sonderlich auf die Probe gestellt worden, nehme ich an. Na ja, so ganz einfach war es schließlich nicht, meinen Vater zu verlassen, an dem ich sehr hänge. Man muss sich nur trauen, das zu tun, wozu man auch Lust hat. So, da wären also diese Zeichnungen. Legen Sie die Dinger weg, ich habe sie mir lange genug angesehen. Aber Sie sollten ihm doch etwas Nettes draufschreiben. Ich denke nicht daran. Aber wenn der arme alte Mann nun doch im Sterben liegt, können Sie ihm da nicht eine letzte Freude machen? Ja, und vielleicht könnte der Sohn dann auch den Auftrag bekommen, das Haus zu bauen. Jawohl, genau das kann er. Das hat er sich wohlweislich gesichert, der Bursche. Oh mein Gott, wenn es so ist, können Sie da nicht ein bisschen lügen? Aus Gefälligkeit. Hilde, bleiben Sie mir gefälligst vom Leibe mit diesen verdammten Zeichnungen. Nun, 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 jetzt beißen Sie mich bloß nicht. Wo haben Sie Tinte und Federhalter? Sowas habe ich ja nicht. Aber daneben an, bei dem Fräulein. Ach, bleiben Sie, Hilde. Hm. Ich sollte lügen, sagen Sie. Ja. Dem Alten zuliebe könnte ich das schon tun. Den habe ich ja damals an die Wand gedrückt. Ihn über den Haufen gerannt. Ach, den auch? Ja, ich brauchte Platz! Platz! Für mich selber. Aber dieser Rang, darf um keinen Preis der Welt hochkommen. Ja, das wird er wohl auch kaum, der arme Kerl. Wenn er doch nichts taugt. Kommt Drang der Probik in die Höhe, so schlägt er mich zu Boden, bricht mir das Genick, genau wie ich es mit seinem Vater getan habe. Ragnar Probik, das ist die Jugend, die nur darauf lauert, bei mir in die Tür zu donnern, um den Baumeister Solnis über den Haufen kann zu rennen. Kann also doch was! Die Wende und kommt, wollen Sie ihm den Weg versperren? Oder später, die Schämen Sie, Baumeister! Ist unerbittlich. Reden Sie doch nicht so! Wollen Sie mich dann umbringen? Mir rauben, was mir mehr bedeutet als das Leben. Was ist das? Sie groß zu sehen, Baumeister. Hoch oben, auf einem Kirchturm, mit einem Kranz in der Hand. Ja, also, heraus mit dem Bleistift. Denn einen Bleistift werden Sie ja wohl bei sich haben. Da ist einer. So, und jetzt schreiben wir etwas auf diese Zeichnungen. So richtig warm und herzlich schreiben wir für diesen ekligen Burschen. Eine Frage, Hilde. Ja? Und warum haben Sie mir eigentlich nie geschrieben? Dann hätte ich Ihnen doch antworten können. Aber nein, gerade das wollte ich nicht. Warum nicht? Weil ich Angst hatte. Dass dann alles für mich kaputt gehen könnte. Aber wir wollten doch etwas auf diese Zeichnungen schreiben. Stimmt, das wollten wir. Hilde? Mhm. Haben Sie eigentlich nie irgendeinen richtig gern gehabt? Sie meinen irgendeinen anderen? Ja, irgendeinen anderen. Haben Sie das nie? Die ganzen 10 Jahre nicht? Oh, doch. Schon so gelegentlich.
wenn ich mal so richtig böse auf sie war, weil sie nicht kam. Für eine Woche oder für zwei. Mein Gott, Baumeister, Sie wissen doch, wie sowas ist. Sagen Sie, Hilde, weshalb sind Sie gekommen? Schreiben Sie weiter, sonst stirbt uns womöglich der arme alte Nein. Mann noch. Antworten Sie mir, weshalb sind Sie gekommen? Was wollen Sie von mir? Ich will mein Königreich haben, Baumeister. Ich habe da schon ein paar Kleinigkeiten für Sie mitgebracht, Fräulein Werner. Oh. Die größeren Pakete werden geschickt. Frau Solnes, Sie sind zu lieb zu mir. Aber ich bitte Sie, das ist meine Pflicht. Ja? Hast du gesehen, ob die Buchhalterin noch da ist? Ja, natürlich ist sie da. Mhm. Sie steht am Pult, wie sie das immer tut, wenn ich durchs Zimmer komme. Ja. Dann will ich ihr rasch was da geben und ihr sagen... Nein, bitte, gönnen Sie mir diese Freude. Wie heißt sie denn? Fräulein Forstin. Nein, ich meine mit Vornamen. Keiner. Glaube ich jedenfalls. Kaya? Ja? Der Herr Baumeister möchte mit Ihnen reden. Ja? Da, Kaya. Das können Sie jetzt mitnehmen. Der Herr Baumeister hat Ihnen was draufgeschrieben. Endlich. Oh, wie schön. Bringen Sie das dem Alten so rasch wie möglich. Ja, ich gehe gleich damit nach Hause. Tun Sie das und Ragnar, der kann den umbauen. Darf er herkommen und Ihnen für alles danken? Nein, ich will keinen Dank. Grüßen Sie bei mir, sagen Sie ihm das. Ja, dann gehe ich jetzt also. Und außerdem können Sie ihm sagen, dass ich von nun an keine Verwendung mehr für ihn habe. Und für Sie auch nicht. Für mich auch nicht? Dann werden Sie an andere Dinge zu denken haben, das ist auch nur gut so. Also gehen Sie jetzt nach Hause mit den Zeichnungen von Fossil. Und beeilen Sie sich, verstanden? Jawohl, Herr Solnes. Mein Gott, was er für tückische Augen hat. Die? Das arme Schäfchen. Oh nein, Heinrich, ich sehe doch, was ich sehe. Willst du den beiden wirklich kündigen? Ja. Fräulein Fossli auch. Aha, entspricht das nicht genau deinen Wünschen? Aber dass du Fräulein Fossli entbehren kannst? Ah ja, Halbert. Du hast gewiss schon einen Ersatz für sie gefunden. Naja, ich jedenfalls bin nicht dazu geeignet, am Schreibpult zu stehen. Schon gut, Aline, schon gut, das wird sich alles finden. Du solltest jetzt nur daran denken, möglichst rasch in das neue Haus einzuziehen. Heute Abend noch in Ben Kranz da oben, auf ganz oben, an der obersten Turmspitze. Das wird wunderbar, Sie wieder ganz hoch oben zu sehen, Baumeister. Mich? Aber nein, Fräulein Wangel, daran ist gar nicht zu denken. Mein Mann, der so schwindlig ist. Schwindlig? Nein, das ist der weiß Gott nicht. Aber ja, glauben Sie mir. Aber ich habe ihn doch selbst an der obersten Spitze eines hohen Kirchturms gesehen. Halvard, du verträgst es doch nicht einmal im oberen Stock auf den Balkon hinauszugehen. Ja, möglicherweise könntest du heute Abend etwas anderes zu sehen bekommen. Nein. Nein, nein. Ich werde sofort den Doktor benachrichtigen. Aline? Er muss es dir verbieten. Nein, aber du bist ja krank. Eine Aline. Andere Erklärung ist überhaupt nicht möglich. Dazu. Lieber Gott! Lieber Gott! Baumeister? Ist das wahr? Ja oder nein? Was? Dass ich schwindlig bin? Dass mein Baumeister sich nicht traut, nicht imstande ist, so hoch zu steigen, wie er selber baut? Nein. Nie im Leben. Heute Abend hängen wir also den Kranz da oben auf. Prinzessin Hilde.
im Garten gewesen. Mhm. Oh, Blumen haben Sie auch gefunden. Aber ja, von denen gibt es da unten mehr als genug. Hinten, zwischen den Büschen. Wirklich? Jetzt noch? Mhm. Ja. Ich komme so gut wie nie mehr in den Garten. Nein? Nein, es ist mir alles ganz fremd geworden. Ich habe beinahe Angst davor, es wiederzusehen. Fremd? Ihr eigener Garten? Oh nein, das ist nicht mehr der Garten meiner Kindheit. Stellen Sie sich vor, Fräulein Wangel, man hat parzelliert. Man hat Häuser hingebaut für fremde Menschen, für Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Die können mich jetzt von ihrem Fenster aus sehen, wenn ich im Garten bin. Ja, freuen Sie sich denn gar nicht, wenn... Ja? Bitte, darf ich mich ein bisschen zu Ihnen setzen? Ja, aber gern, wenn Sie Lust dazu haben. Ich dachte, Sie wollten zu meinem Mann hinein. Was sollte ich denn bei dem? Ihm helfen, dachte ich. Oh nein, vielen Dank. Außerdem ist er gar nicht im Haus. Ich habe ihn da unten bei den Arbeitern gesehen. So? Aber er macht ein so böses Gesicht, dass ich mich gar nicht traute, ihn anzusprechen. Aber Sie freuen sich doch, dass Sie nun bald umziehen in das neue Haus. Ja, ich sollte mich eigentlich freuen, denn das ist ja nun einmal Alberts Wunsch. Naja, das allein scheint mir doch noch kein Grund. Doch. Doch, Fräulein Wangel. Es ist schließlich meine Pflicht, mich seinen Wünschen zu fügen, nicht? Aber das ist eben manchmal nicht so ganz leicht, ne? Nein, das ist gewiss nicht leicht. Und wenn man so viel Schweres durchgemacht hat wie Sie. Woher wissen Sie das? Das hat mir Ihr Mann erzählt. So? Ja, mir gegenüber berührt er diese Dinge kaum. Ja, ich habe mehr als genug durchgemacht in meinem Leben, Fräulein Wangel. Das können Sie mir glauben. Ja, ich weiß, Frau Sonnes. Erst ist Ihnen das Haus abgebrannt. Ja. Alles, was ich besaß, ist verbrannt. Ja. Und dann kam ja der Verlust, der noch schwerer war. Was meinen Sie damit? Sie haben doch die beiden Kleinen verloren, Frau Sonnes. Oh, die, ja, ja. Ja, gewiss, aber sehen Sie, das ist doch eigentlich eine Sache für sich, ne? Das war doch gewissermaßen eine höhere Fügung. Und einer Fügung, da muss man sich beugen. So dankbar dafür sein. Dankbar? Ja. Sind Sie dankbar dafür? Nein, leider nicht immer. Ich weiß es. Es wäre an sich meine Pflicht, aber ich kann es einfach manchmal nicht. Und dann sage ich mich auch immer wieder, dass es im Grunde eine wohlverdiente Strafe war. Eine Strafe? Ja. Weil ich im Unglück nicht standhaft genug gewesen bin. Aber Frau Sonnes, ich verstehe... Komm, wir wollen nicht mehr von den Zwillingen sprechen. Die haben es doch gut. Für die beiden wollen wir uns freuen, nicht? Die haben es so gut. Nein, Frau Wangel, es sind die kleinen Verluste im Leben, die einem das Herz zerreißen. Wissen Sie, wenn man all das verliert, was für andere Leute praktisch gar nichts bedeutet. Was für Verluste meinen Sie denn? Ja, wie ich schon sagte, sind lauter Kleinigkeiten. Zum Beispiel all diese alten Porträts, die bei uns an den Wänden hingen. Und dann die alten Trachten, die seit Generationen im Familienbesitz waren. Und Mamas und Großmamas Spitzen sind alle verbrannt. Und stellen sich vor, der ganze Schmuck. Ne? Und dann alle meine Puppen. Ihre Puppen? Hm. Ich hatte 9 wunderbare Puppen. Und die sind auch verbrannt? Alle miteinander. Das war sehr schwer für mich. Zu schwer.
Haben Sie denn all Ihre Puppen weggepackt und aufgehoben von klein auf? Weggepackt von Anfang an? Nein, nein. Die Puppen und ich, wir haben auch in späteren Jahren immer zusammengelebt. Auch noch, als Sie erwachsen waren? Oh, viel länger. Ja, noch bis Sie verheiratet waren? Aber ja. Immer, wenn ich allein war. Und er ist nicht da. Ja, und dann sind sie verbrannt, die armen Dinger. Denn meine Puppen zu retten, daran hatte niemand gedacht. Wenn ich mir das vorstelle. Frau Wanger, Sie dürfen aber nicht über mich lachen. Ich lache gar nicht, Frau Sonnes. Denn sehen Sie, auf eine Weise waren meine Puppen ja auch lebende Wesen. Ich trug sie unter meinem Herzen. Wie kleine, ungeborene Kinder. Na, nun sieh mal an. Hier draußen sitzt man also. Wollen Sie sich eine Erkältung holen, Frau Sonnes? Na, ich find's wunderschön warm, Marty. Sie haben noch nie geschickt. Wo brennt's denn nun eigentlich bei Ihnen? Ja, da ist etwas, was ich mit Ihnen besprechen wollte. Na ja, gut, dann gehen wir vielleicht besser hinein. Ja. Entschuldigen Sie bitte, liebes Fräulein Wangel. Ja, entschuldigen Sie bitte, Fräulein Wangel. Haben Sie bemerkt, Käthe, dass meine Frau geht, sobald ich komme? Ja. Ist Ihnen kalt, Hilde? Sie machen ein Gesicht, als ob Sie frieren. Ich komme soeben aus einem Grabgewölbe. Was wollen Sie damit sagen? Dass mir der Frost in die Glieder gefahren ist, Baumeister. Ich glaube, ich verstehe. Was wollen Sie denn hier? Ich sah Sie von drüben. Aber dann haben Sie Ihre Frau doch auch gesehen. Ich wusste, dass sie verschwinden würde, sobald ich komme. Ist es eigentlich sehr schlimm für Sie, dass Ihre Frau Ihnen so aus dem Wege geht? Ich empfinde es eher als Erleichterung. Was? Sie nicht dauernd vor Augen zu haben? Ja. Und nicht immerzu mit ansehen zu müssen, wie sehr Sie sich die Sache mit den beiden Kleinen zu Herzen nimmt? Ja, das vor allen Dingen. Haben Sie lange mit ihr geredet? Und worüber denn, Hilde? Ja, dann hat sie ihn gewiss von den Zwillingen erzählt, die Arme. Das verbindet Aline nie. Nie im Leben verbindet sie das. Jetzt stehen Sie wieder da wie eine Salzsäule, Hilde, genau wie gestern Abend. Ich will fort. Fort? Sie wollen fort? Ja. Aber das dürfen Sie nicht. Aber was soll ich denn hier? Sie sollen da sein, Hilde. Einfach nur da sein. Ach, nur da sein. Dabei blieb es gewiss nicht. Umso besser. Nein, ich kann so nicht handeln an einer, die ich kenne. Kann ihr nicht etwas wegnehmen, das ihr gehört. Aber das müssen Sie doch auch gar nicht. Ja, wenn es eine Fremde wäre, eine, die ich nie im Leben gesehen hätte, da wäre das etwas ganz anderes. Aber bei einer, die ich kennengelernt habe, der ich nahe gekommen bin. Nein. Nein, ich kann das nicht. Ja, aber etwas anderes habe ich doch auch gar nicht gesagt. Ach, Baumeister. Sie wissen sehr gut, wie es kommen würde. Und deshalb muss ich fort. Und was soll dann aus mir werden? Wofür soll ich leben, wenn Sie nicht mehr da sind? Ach, Sie? Sie werden schon ohne mich fertig werden. Sie haben ja Ihre Pflichten gegenüber Ihrer Frau. Leben Sie für diese Pflichten. Dazu ist es zu spät.
Soll ich denn ewig an eine Tote gefesselt bleiben? Ich kann doch nicht ohne Freude leben. Wie töricht Sie sind, Baumeister. Das ist alles so dumm. So schrecklich dumm, finde ich. Was ist dumm? Dass man nicht wagt, nach seinem Glück zu greifen. Nach seinem eigenen Leben. Ach, wenn man die ganze dumme Geschichte einfach verschlafen kann. Unbekümmert müsste man sein. Wagemut müsste man haben. Und was noch? Ein robustes Gewissen. Jetzt weiß ich, was Sie als nächstes bauen werden. So, was sollte das wohl sein? Das Schloss. Haben Sie mir nicht ein Königreich versprochen? Und zu einem Königreich gehört doch wohl auch ein Schloss, sollte ich meinen. Ja, das pflegt wohl meist so zu sein. Na, dann bauen Sie mir mal das Schloss. Denn jetzt sind Sie um die 10 Jahre. Und ich habe keine Lust mehr, noch länger zu warten. Also, her mit dem Schlossbaumeister. Es ist wahrhaftig kein Spaß, Ihnen etwas schuldig zu sein, Hilde. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ich will mein Schloss haben, auf der Stelle, her mit dem Schloss. Einen hohen Turm soll es wohl auch haben. Jawohl, einen mächtig hohen Turm. Und an der obersten Spitze, da soll ein Altan sein. Auf diesen Altan will ich hinaustreten. Dass Sie Lust haben können, so hoch oben zu stehen, in so schwindelnder Höhe. Ja, ganz dort oben will ich stehen. Und hinunterschauen auf die anderen, die Kirchen bauen und Häuser für Menschen. Und Sie, Sie dürfen auch mal heraufkommen und sich das alles ansehen. Darf der Baumeister hinauf zu der Prinzessin? Wenn der Baumeister mag. Ich glaube, dann kommt er auch. Freilich. Der Baumeister, der kommt. Wird aber nie wieder irgendetwas bauen. Der arme Baumeister. Aber ja. Doch, wir beide werden gemeinsam bauen. Und dann? Bauen wir das Schönste, was es auf der ganzen Welt gibt. Was ist das? Luftschlösser. Luftschlösser? Ja, natürlich. Luftschlösser. So ein Luftschloss. Darin kann man sich so richtig schön verkriechen. Und es ist doch so leicht zu bauen. Besonders für Baumeister, die ein so zartes Gewissen haben, dass ihnen schwindelig wird. Von heute an bauen wir zwei zusammen, Hilde. Ein Luftschloss? Ja, mit einem festen Fundament. Entschuldigung. Oh, der Kranz, das wird wunderschön. Sie, Ragnar? Sie kommen mit dem Kranz? Ja. Ich hatte es dem Polier versprochen. Na, dann geht es Ihrem Vater wohl wieder besser? Nein. Hat es Ihnen nicht gefreut zu lesen, was ich auf die Zeichnungen geschrieben hatte? Es kam zu spät. Was, zu spät? Als Kaya mit der Mappe kam, war er schon nicht mehr bei Bewusstsein. Er hatte einen Schlaganfall erlitten. Nun, so gehen Sie doch zu ihm. Kümmern Sie sich um Ihren Vater. Er braucht mich nicht mehr. Ja, aber Sie sollten doch wohl bei ihm sein. Nicht nötig. Sie sitzt bei ihm am Bett. Wer? Kaya? Ja. Kaya. Gehen Sie nach Hause, Ragnar, zu ihm und auch zu ihr. Geben Sie mir den Kranz. Sie wollen doch nicht etwa selbst. Ja, doch, ich will ihn selber hinbringen. Und gehen Sie jetzt nach Hause, wir brauchen Sie heute nicht. Ich weiß, dass Sie mich von nun an nicht mehr brauchen. Aber heute bleibe ich hier. Also gut, bleiben Sie, wenn Sie unbedingt wollen. Baumeister, hier werde ich stehen und Ihnen zusehen. Mir?
Darüber reden wir noch, Hilde. Ich finde, Sie hätten ihm wenigstens danken können. Ihm? Ich sollte ihm danken? Ja, das hätten Sie wirklich tun sollen. Da müsste ich mich wohl eher bei Ihnen bedanken. Wie kommen Sie denn darauf? Aber nehmen Sie sich nur in Acht, Frau Wangel. Denn Sie kennen ihn noch nicht so richtig. Oh, ich kenne ihn besser als irgendein anderer. Ich sollte ihm danken. Ihm, der mich jahrelang daran gehindert hat, vorwärts zu kommen. Der meinen Vater dazu gebracht hat, an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Und nicht nur meinen Vater, auch mich selbst. Und das alles einzig und allein aus dem Grunde. Aus welchem Grunde? So reden Sie doch schon! Um sie bei sich behalten zu können. Wen? Das Fräulein vom Schreibpult? Ja. Das ist nicht wahr. Das ist eine infame Lüge. Ich habe es auch nicht glauben wollen, bis es mir heute selbst gesagt hat. Was hat sie gesagt? Ich will es wissen auf der Stelle. Was hat sie gesagt? Sie sagte, dass alle Gedanken ihm gehörten, dass sie nicht mehr von ihm lassen könne und dass sie bei ihm bleiben wolle. Das darf sie nicht. Nein, nein. Verstehe. Denn von nun an würde sie ja wohl nur stören. Überhaupt nichts verstehen Sie, gar nichts, wenn Sie so dumm reden können. Nein. Ich will Ihnen sagen, warum er das Fräulein da behalten hat. Ja? Und? Warum denn? Um Sie zu behalten. Mich? Hat er Ihnen das gesagt? Nein. Aber es ist so. Es muss so sein. Sollte er tatsächlich die ganze Zeit vor mir Angst gehabt haben? Er? Angst vor Ihnen? Ich finde, Sie sind reichlich anmaßend. Oh, das muss ihm doch schon lange klar geworden sein, dass auch ich was tauge. Und außerdem, ängstlich ist er nun mal. Das können Sie mir nicht weismachen. Doch, andere Leute um ihr Lebensglück zu bringen, wie er das bei meinem Vater und bei mir getan hat, davor hat er keine Angst. Aber auf irgendein lächerliches Gerüst zu klettern, das bringt er nicht fertig. Sie hätten ihn nur mal sehen sollen, wie ich ihn einmal gesehen habe. Ganz hoch oben, in schwindelnder Höhe. Haben Sie das wirklich gesehen? Und ob ich das gesehen habe? Wie er dort oben stand und den Kranz über die Wetterfahne hängte. Ja, ich habe gehört, er soll es einmal gewagt haben, ein einziges Mal in seinem ganzen Leben. Wir Jungen haben oft davon gesprochen. Aber keine Macht der Welt wird ihn dazu bewegen, es wieder zu tun. Heute werden wir sehen, wie er es wieder tut. Das werden Sie genauso wenig sehen wie ich. Doch, ich werde es sehen. Ich will und muss es sehen. Aber er tut es nicht, er traut sich ganz einfach nicht. Denn diese Schwäche hatte er nun mal. Große Baumeister. Ja, ist er denn nicht hier? Wo ist er denn? Herr Baumeister. Ja? Der Baumeister ist drüben, bei den Arbeitern. Ja? Er ist mit dem Kranz rübergegangen. Mit dem Kranz? Ja, Herr Borwick, Sie müssen sofort zu ihm gehen. Sie müssen versuchen, ihn herzuholen. Soll ich ihm sagen, dass die gnädige Frau ihn zu sprechen will? Ja, bitte sagen Sie ihm das. Und dann müssen Sie sofort hierher kommen. Jawohl, gnädige Frau. Ich kann Ihnen nicht sagen, Frau Mama, was für Angst ich ausstehe. Sie haben Besuch bekommen. Ja, ausgerechnet jetzt. Das sind einige Damen, die unbedingt zusehen wollen, wie der Kranz aufgehängt wird. Ja, ich... Ja, da muss ich wohl hinein. Das ist meine Pflicht. Können Sie denn nicht die Damen bitten, wieder wegzugehen? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Nachdem die Damen einmal gekommen sind, ist es meine Pflicht, sie zu empfangen. Fräulein Wangel, bleiben Sie hier. Und nehmen Sie meinen Mann in Empfang, wenn er kommt. Ja, reden Sie mit ihm. Und versuchen Sie, ihn möglichst lange festzuhalten. Da kommt er. Ausgerechnet jetzt muss ich ins Haus. Und sagen Sie ihm lieber nichts davon, dass ich da bin. Aber nein, mir wird schon irgendetwas anderes einfallen, worüber ich mit dem Baumeister reden kann. Und versuchen Sie doch bitte, ihn möglichst lange festzuhalten. Ich glaube, Fräulein Wangel, Sie können das am besten.
soll jemand sein, der mich dringend zu sprechen... Frau Meister, das bin ich. Ah, Sie sind Tussete. Ich hatte schon Angst, es könnten Aline und der Doktor sein. Sie scheinen überhaupt mächtig ängstlich zu sein. So, glauben Sie? Oh ja. Die Leute sagen ja, sie hätten Angst davor, auf ein Gerüst zu klettern. Naja, das ist nur wieder eine Sache für sich. Aber davor haben Sie also Angst, ja? Ja, das habe ich. Angst, dass Sie herunterfallen und sich das Genick brechen können. Ich habe Angst vor der Vergeltung, Hilde. Vor der Vergeltung? Das verstehe ich nicht. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich damit angefangen, Kirchen zu bauen. Ja, das weiß ich. Denn sehen Sie, ich stamme vom Lande, meine Eltern waren fromme Leute und daher fand ich, es könnte keine würdigere Aufgabe geben, als Kirchen zu bauen. Und ich darf wohl sagen, diese kleinen, bescheidenen Kirchen baute ich mit so viel Liebe, mit so inbrünstigem Eifer, dass er wahrhaftig Anlass gehabt hätte, mit mir zufrieden zu sein. Er? Wen meinen Sie? Doch wohl ihn, für den die Kirchen bestimmt waren, dem sie zum Ruhm gereichen sollten. Ach so. Ja, aber sind Sie denn so sicher, dass er nicht so recht mit Ihnen zufrieden war? Er? Mit mir zufrieden? Wie können Sie nur so reden, Hilde? Oh nein! Das bekam ich sehr deutlich zu spüren, dass er nicht zufrieden mit mir war. Sehen Sie, deshalb hat er damals ja auch das alte Haus abbrennen lassen. Deshalb? Ja. Begreifen Sie das denn nicht? Er wollte mir Gelegenheit geben, ein Meister zu werden auf meinem Gebiet, damit ich noch schönere Kirchen baute zu seinem Ruhm. Zunächst verstand ich nicht, worauf er eigentlich hinaus wollte, aber später, da wurde es mir plötzlich klar. Und wann war das? Als ich den Kirchturm baute oben in Lüsanger. Das dachte ich mir. Ja. Denn dort oben, an dem fremden Orte, konnte ich ungestört meinen Gedanken nachhängen. Und wie ich so über alles nachdachte, da verstand ich auf einmal sehr gut, weshalb er mir meine beiden Kleinen genommen hatte. Er wollte, dass ich völlig unabhängig und durch nichts gebunden sein sollte. Nicht durch irgend sowas wie Liebe und Glück. Verstehen Sie? Ich sollte nur noch Baumeister sein, nichts als Baumeister. Mein ganzes Leben lang sollte ich nur für ihn bauen. Aber daraus wurde nichts. Ich machte ihm einen Strich durch seine Rechnung. So? Ja, und wie denn? Ich machte es wie er. Was? Ich tat das Unmögliche. Das Unmögliche? Es war mir bis dahin nie möglich gewesen, irgendwo hoch hinaufzusteigen. An jenem Tage, da konnte ich es. Ja. Da konnten Sie es. Ich habe es gesehen. Und als ich ganz oben stand und den Kranz an der Wetterfahne aufhängte, da sprach ich zu ihm und sagte: Hör zu, du Mächtiger. Von heute an will ich ein freier Baumeister sein. Will frei sein auf meinem Gebiet, wie du auf dem deinen. Und ich will nie mehr Kirchen für dich bauen. Nur noch Häuser für Menschen. Das war der Gesang, den ich in den Lüften hörte. Aber später dabei kam er dann doch wieder Wasser auf seine Mühle. Wie meinen Sie das? Ja, dann wissen Sie, Hilde, Häuser für Menschen zu bauen. Es ist nämlich kein Sechser wert. Wie? Ist das jetzt Ihre Meinung? Ja. Das habe ich inzwischen eingesehen. Die Menschen haben keine Verwendung für diese Häuser, die ich ihnen baue. Jedenfalls nicht, um darin glücklich zu werden. Ja, sehen Sie, Hilde, das ist das Fazit. Soweit ich zurückblicke. Nichts gebaut im Grunde. Nichts. Nichts. Schluss.
Und nun wollen Sie nie mehr irgendetwas Neues bauen? Oh, doch. Gerade jetzt will ich anfangen. Ja? Und was wollen Sie bauen? Sagen Sie es, Baumeister. Ich will das Einzige bauen, wovon ich glaube, dass menschliches Glück darin zu wohnen vermag. Baumeister, jetzt denken Sie an unsere Luftschlösser. Ja, ich meine die Luftschlösser. Ich fürchte nur, Ihnen würde schwindlig werden, bevor wir das Ziel auch nur halbwegs erreicht hätten. Nicht, wenn ich Hand in Hand mit Ihnen gehe, Hilde. Nur mit mir? Sollen da nicht noch mehr dabei sein? Wen meinen Sie denn? Nun, zum Beispiel das Fräulein vom Schreibpult. Wollen Sie die arme Kaja nicht auch mitnehmen? Was das, worüber Aline mit Ihnen gesprochen hatte? Ist das so, ja oder nein? Auf eine solche Frage gebe ich Ihnen keine Antwort. Ich will, dass Sie mir rückhaltlos vertrauen. Ich habe 10 Jahre lang fest an Sie geglaubt, Baumeister. Sie sollen auch künftig an mich glauben. Dann zeigen Sie sich mir wieder so, wie Sie damals waren. Hoch oben! Das steht doch nicht in meiner Macht. Ich will es aber. Ich will es. Tun Sie noch einmal das Unmögliche, Baumeister. Nur noch ein einziges Mal. Wenn ich es nun also versuche. Ja. Dann will ich da oben stehen und mit ihm reden, wie damals. Und was wollen Sie ihm sagen? Ich werde zu ihm sagen, höre mich, du Gewaltiger. Du magst nun von mir halten, was immer du willst. Aber von heute an will ich nur noch das Schönste bauen, was es auf der Welt gibt. Ja, bitte, ja. Ich will es gemeinsam bauen mit einer Prinzessin, die ich liebe. Sagen Sie ihm das. Bitte sagen Sie ihm ja. das. Und dann werde ich zu ihm sagen, jetzt steige ich wieder hinunter, nehme sie in meine Arme und küsse sie. Ja, viele Male sagen Sie das. Viele, viele Male werde ich ihm sagen. Und dann? Dann werde ich meinen Hut schwenken und hinuntersteigen auf die Erde und tun, wie ich zu ihm gesagt. Baumeister, jetzt sehe ich Sie wieder vor mir wie an jenem Tag. Da die Luft ertönte von Gesang. Die Prinzessin soll ihr Schloss haben. Auch noch Musik? Ja, das ist die Kapelle des Bauarbeitervereins, die da spielt. Herr Baumeister. Ja? Der Polier lässt Ihnen sagen, dass er bereit sei, mit dem Kranz hinaufzusteigen. Danke, ich gehe selbst hinüber. Aber was willst du denn da, Herbert? Ich muss unten bei den Bauarbeitern sein. Ja, ja. Aber nur unten, nicht wahr? Was denn sonst? Bitte, Herbert, sag doch dem Mann, er soll recht vorsichtig sein, wenn er hinaufsteigt. Versprich mir das, Herbert! Sehen Sie nun, dass ich recht behalten habe? Er denkt nicht mehr dran, solchen Unfug zu machen. Ja, ja, und ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. 2 Mal sind nun schon Leute abgestürzt und beide waren auf der Stelle tot. Ich danke Ihnen, Fräulein Wangel, dass Sie ihn so lange festgehalten haben. Mir wäre das bestimmt nicht gelungen. Ja, Fräulein Wangel, Sie verstehen es wahrhaftig, jemanden festzuhalten. Wenn Sie es ernstlich wollen. Sehen Sie die jungen Leute da unten auf der Straße? Ja. Das sind meine Kameraden, die sich den Anblick nicht entgehen lassen wollen. Welchen Anblick? Wie der Meister sich nicht traut, auf das Gerüst seines eigenen Hauses zu steigen. Ach. Das möchten Sie gern sehen, diese Grünschnäbel. Lange genug hat er uns geduckt und uns nicht hochkommen lassen. Jetzt wollen wir doch sehen, wie auch er, der Herr Baumeister, hübsch unten bleiben muss.
Hoch oben bei der Wetterfahne wird man den Baumeister sehen. An der Spitze des Turmes. Da können Sie lange warten. Ah, sehen Sie, jetzt steigt der Polier die Leiter hinauf. Ja, und den Kranz muss der Mann dabei auch noch tragen, wenn er nur recht vorsichtig ist. Aber das ist ja... Ja, er, der Baumeister selbst. Mein Gott, das ist wirklich... Halber! Halber! Sie doch still, er darf Sie nicht hören. Du, ich muss zu ihm, er darf nicht hinauf. Niemand rührt sich von der Stellung keinen Laut. Er steigt und steigt, höher und immer höher. Sehen Sie doch nur. Ja, aber jetzt muss er wieder umkehren. Es geht gar nicht anders. Er steigt. Gleich ist er ganz oben. Ich kann den Anblick nicht ertragen. Ich sterbe vor Angst. Dann sehen Sie doch einfach nicht hin. Da, jetzt ist er ganz oben. Hat sich keiner bewegt, verstanden? Endlich. Endlich. Jetzt sehe ich ihn wieder groß und frei. Aber das kann doch nicht. Wie sicher er da oben steht. Sehen Sie doch nur. Können Sie außer ihm noch jemanden da oben sehen? Nein, ist niemand. Aber ja doch. Da ist einer, mit dem er abrechnet. Sie irren sich. Und den Gesang in den Lüften. Hören Sie den nicht auch? Das muss der Wind sein, in den Bäumen. Ich höre Gesang. Einen mächtigen Gesang. Da! Jetzt schwenkt er seinen Hut. Er grüßt hierher. Aber so grüßt ihn doch. Grüßt ihn doch da oben. Hurra! Für Baumeister Solness! Doch, lassen Sie das um Himmels Willen! Er fährt! Er ist abgestürzt. Mein Baumeister.